Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir befinden uns hier, ich hoffe, an der richtigen Stelle. Ich muss nämlich das ganze Spiel nochmal von vorne starten und nochmal ganz von vorn alles machen, weil ich weiß nicht wieso, hat es nicht gespeichert. Hab jetzt mehr Muni, auch noch zwei Medikits, also halt ein bisschen mehr, ja, auch zwei Mollys. Aber das macht ja nichts, oder? Ist halt so, ich kann es nicht ändern. Ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit von Zombies treffen lassen und dann, ja. Oder Infizierten sind ja keine Zombies, sind ja Infizierte. So. Boah, ich bin froh, dass ich aus dem scheiß Haus draußen bin. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Wo? Ich höre leise irgendjemanden schreien. Kann es sein? Doch, ich höre doch irgendwas. Wie kommen wir über diesen Truck? Hier rein. Mal sehen, ob wir was finden. Da rein. Ich habe Infizierte wahrscheinlich gehört. Hüppa! Schlaf sanft. Sieht die mich? Falls ja, ich habe eine Nahkampfwaffe. Hupsa! Entschuldigung! So. Da ist noch jemand. Gleich. Muss nur kurz jemanden töten. Wow. Hi. Okay. Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Na, wenigstens habe ich es jetzt erlöst, ne? Okay. So. Ach ja, wollt ihr zuerst? Dann gehe ich. Klettert hoch! Okay. Ellie? So, warte mal, da gibt es doch bestimmt irgendwas zum Abgreifen. Ne, einen Stock brauche ich nicht. Ich habe nämlich ein Rohr noch dabei. Also, ein Eisenrohr. Was war denn hier? Medizinische Broschüre. CGI, Sicherheitsbroschüre. Das Center für Disease Control hat diese Broschüre über die Cordyceps Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund: Der parasitäre Cordyceps Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch in Menschen einzunisten. Übertragung: Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordyceps abgesonderten Sporen, deswegen haben wir ja unsere Gasmaske, Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person, in der Regel durch einen Biss. Okay. Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisches, gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung, in der Regel im Ohr, festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Na, Tupi. Also, wo ist denn das? Kann ich das gerade zeigen? Da, hier habe ich mein Rohr. Joel, hier drüben. Ja, gleich. Nur kurz hier nochmal gucken, ob ich irgendwas hab.
Ich habe auch mehr Pillen gefunden, gell? Hier. Könnten wir sogar... Wir gehen durchs Gebäude. Ja. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Ja. Könnten... Sorry, ich meine ja nur. Ja, ja, jetzt... Gosh. Könnte eigentlich die Lauschmodus-Distanz erhöhen, aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es bessere, wie zum Beispiel die maximale Gesundheit oder Heiltempo. Schwanken der Waffe wäre natürlich auch nützlich. Brauchen wir aber noch mehr. Und herstellen können wir gerade noch nichts. Weder Messer noch Molly oder Medikit. So zum Stand der Dinge. Ich weiß nicht wieso. Ich war plötzlich wieder im Prolog. Also da, wo wir noch mit der Sarah waren. Mit Joels Tochter. Wo es gerade losgegangen ist. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Oh oh. Sie kommen. Ich weiß. Scheiße. Los. Hält die das auf? Du hast da was am Schuh. Upsa. Eklig. Geil. Braucht jemand eine helfende Hand? Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Ich hätte sie mitgenommen. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Modifiziere deine Waffen an einer Werkbank mit gefundenen Teilen. Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Oh. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passiert? Alter! Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Ja. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Finde ich richtig cool, dass man die Batterie wieder so aufladen kann, ne? Damit kannst du sie ja immer wieder benutzen. So, jetzt können wir angeblich unsere Waffen verbessern. Ah, verstehe. Hafte für eine zweite... Ah, das ist ja mal geil. Dafür brauchen wir halt Werkzeuge. Ich glaube, das ist irgendwie Level. Weil da steht Level 0 von 5 und hier bräuchten wir Werkzeuge 1, also Level 1 vielleicht. Keine Ahnung. Und 37 Teil und damit könnten wir uns sogar einen Platz für eine zweite Pistole bzw. Langwaffe machen. Das wäre natürlich cool. Okay, wir können nur im Moment die 9mm verbessern oder den Revolver. Was könnten wir denn? Nachladetempo und Schussfolge. Hier könnten wir Magazinkapazität. Mich die Waffe schneller abzufeuern. Schneller nachzuladen. Ich bin dafür. Hier, Schussfolge. Weil der ziemlich langsam schießt. Ah, okay. Gedrückt halten. So. Okay, und dann noch ein Nachlade. Oder mach mal hier die Magazinkapazität. So. Und mehr geht ja noch nicht. Alles klar. Das wird uns helfen. Das hoffe ich. So, natürlich mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Materialmäßig. Sowas zum Beispiel. Reduziert Fertigungszeit. Na, bin ich nicht so der Fan von. Noch nicht. Ich werde es wahrscheinlich nachher lieben. Ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben sicherlich noch einen weiten Weg vor uns. Ah, das kommt immer gut. So, ich möchte gerade mal gucken. Warte mal. Hier ist jetzt größere Munitionskapazität. So. Damit wir die auch jederzeit bereit haben. Wir gehen jetzt wieder zu der. Weil die haut halt mehr raus. Die macht mehr Damage. Warum schmeißt du den Stuhl rum? Nichts. Stuhl, geh weg.
zwei Türen. Okay. Ich traue mich gerade nicht so weit rein, weil ich denke, hier sollten wir erstmal gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles noch finden. Sowas zum Beispiel. Kann ich damit schon was Neues bauen? Ja, ein neues Messer. Damit kann ich wenigstens diese... Jetzt habe ich den Namen vergessen, weil die wohl nichts sehen können. Die Klicker. Kann ich ja nur mit einem Messer töten. Wenn ich sie still und heimlich töten möchte, kann ich sie nur mit einem Messer. Ich dachte gerade, da liegt einer. Boah, Alter, hör auf mich zu boxen. Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Nichts passiert. Du hast wahrscheinlich nur ein paar Leute angezogen mit deinem Lärm, aber macht nichts. Hätte auch mir passieren können. Um ehrlich zu sein. Hier hoch. Schön, dass man mir ja zuhört. Ach, da kommen sie. Oh, Mist. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Ja, sonderlich begeistert ist sie davon nicht, ne? Hey, aber mir ist gerade schon in den Sinn gekommen, dass es irgendwas wie ein Museum sein könnte. So viel Zeugs hier. Hier, komm, wir nehmen die Kanone mit und dann machen wir Hackfleisch. Aus den Infizierten. War ja nur so eine Idee. Was haben wir denn da? Oh Gott. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Oh oh! Joel! Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Wir sind hier! Tess! Nein! Scheiße! Na toll! Okay. Tess! Scheiße. Nein, der kommt zu mir. Bitte nicht! Ja. Ich habe einen Backstein. Damit kann ich sie wenigstens ablenken. Ich will nur den mitnehmen. Tschüss. Tess. Ja, keine Ahnung, wo sie ist. Scheiße. Toll. Nix. Ja, wo ist denn die jetzt hin? Wahrscheinlich durch die Tür. Ne, das brauche ich gerade nicht. Okay, ganz leise. Was? Ein Messer. Mann.
Boah, das Geräusch ist echt nervtötend. Okay. Scheiße, wo sind die hin? Hoffentlich kommen die jetzt mir nicht hinterher. Okay.